Was? Okay, that's amazing. So, Fredbear, erzähl mir die Wahrheit. Erzählen Sie alles, was Sie wissen. Think game securities will not accomplish anything. Ha! Okay. Das System angreift bringt gar nichts. Hol den Schlüssel, ignoriere die Wächter. Wenn du es fertig hast, dann clocks, then you have two gold revealed. Okay, ich glaube, ich hab's. Besser sagen will. Set the clocks. Ich glaube, ich hab's verstanden, was er so will. Sondern ich glaube, letztens einer von euch hat mir hier gezeigt, dass man hier tatsächlich weiter als drei Tunnel gehen kann. Und hat mir einen Videolink dazu geschickt, wo das gezeigt wird. Und das versuche ich jetzt genau zu erreichen. Weil anscheinend habe ich glaube, Corrupted hat nicht diese ganzen Sachen gemacht, wie mit den ganzen glitschten Objekten. Oder sehe ich so besser? Ich muss mal kurz meine Schutzbrillen anziehen, wegen diesen. Tatsache, so geht's besser. So. Okay. Mal gucken, ich sehe bestimmt nicht doof aus damit. Das ist hip, ja. Ach fuck, ich wollte nicht zurück in die richtige Welt. Richtige vor allem. Die Glitch 2.0 Welt. Kommen wir hier überhaupt weiter, Glitch? Okay. Seid mir nicht böse, dass ich gerade nicht das richtige Ziel erreiche. Ich bin zum ersten Mal hier. Da ist ein geglitschter Baum. Okay. Guck, hier muss doch irgendwas geglitscht sein. Kann nicht sein, dass ich hier wieder die richtige Dinge ins muss. Da ist was geglitscht, aber komme ich da hin? Nee. Warte auf Gott, wie komme ich hier durch? Ich sehe geglitschte Objekte hier, aber. Nee. Jetzt bin ich wieder hier, Ich wusste, dass diese Glitch-Dinger noch ein Rätsel ergeben. Nee, warte, da ist nichts. Ach nö, steck fest. Ach nö. Yes! Holy shit! Da ist geglitschter Baum! Okay, da ist er. Ich muss jetzt da noch irgendwie hinkommen. Hier muss er doch rein können. Also ich habe mir das Video nicht ganz angeschaut für diejenigen, das mir jetzt gesendet hat, dass ich da jetzt rein soll. Ja, das ist es! Ja! Got him! Also gut, ab hier habe ich nicht mehr weiter geschaut, als der YouTuber diesen Ort hier erreicht hat. Mother of God. I'm sorry to say that you have gone too deep into the code. There's no way back out. Oh. Ja, also das heißt wohl, dass unser Let's Play jetzt hiermit beendet ist. Spaß. My name is Old Man Consequences.
Come and have a seat and let's fish for a while. We have nowhere else to go. The end. Krieg ich jetzt einen Jumpscare oder so? Ich hab Angst. Okay. Fred hat wohl nicht gelogen. Ich war nur wieder stupid. Ist das jetzt wirklich ein Ende? Das ist wirklich... Ich weiß ja, dass ich gesagt habe, dass ich das Spiel jetzt beenden will. Aber kein Endkampf, ich bleibe hier einfach stecken, für immer, ewig. Gut, dann starten wir das Spiel halt neu. Ich. Das war vorher nicht da. Also weiß ich nicht, ist mal einfach, dass ich ein Ende erreicht habe, oder? Könnte sein. Ich wechsle mal Endo 1 durch Endo Plush aus und Golden Freddy durch Shadow Bunny. Aber dann zu gucken, was die Charakter können. Wahrscheinlich sind es einfach irgendwelche randomized Supporter-Charakter, mit dem ich nichts anfangen kann. Okay. Ja. Okay. Jetzt geht der Scheiß schon wieder los. Oh, ist das nicht schön. So, wo bin ich eigentlich gerade durchgegangen? Sorry, ich hab's wieder vergessen. Ach ja, gut. Okay, diesmal bin ich nicht dumm und mach das nochmal. Wieder Safe-Brille aufsetzen, weil ich weiß, wie sehr das in meinen Augen wehtut. Okay. Was war das für ein Ende, Alter? Einfach so, ja, du hast nicht auf Fredbear gehört. The End. Ja. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Schönes gekommen oder so. Wahrscheinlich konnte man da drin noch irgendwas machen, so wie ich Scotty Korf kenne. Aber wahrscheinlich wohl nicht so. Okay, ich bin gerade so still, weil ich mich einfach nur konzentriert habe, dass ich einen guten Eingang finde. Ja, yeah, jetzt bin ich beim Lilliger Lake. Oh, schau mal, ein großer, fettes Ding haben wir hier. Ich will den neuen Charakter wohl nicht unbedingt bei einem Bosskampf ausprobieren, deswegen probiere ich mal einen Random-Kampf auszulösen. Okay. Dann mache ich mal unnötige Attacken. Das hat ja sehr gut geklappt. Meine lieben Freunde. In 8 gibt's nicht, ne? Ich bin jetzt einfach hier am Lilliger Lake. Dann gehe ich hier nochmal kurz hin. Oh, da ist Fredbear. Soll ich mit ihm sprechen? Okay, warte, ich wollte ja die Karte ausprobieren. Hunting Reaper, Hitbox. Sagen, Shadow Bunny ist cool, aber Endo Plush ist Bullshit. Deswegen werde ich Endo Plush einfach mal durch Endo 1 ersetzen.
Muss ich in den alten noch rennen. Oh komm, das hier noch. Lass uns noch den hier runter treten. This is it, the path to the game security system. If you have found all of the buttons, that should be clear. The security system has powerful defenses, make sure you have something for shield ability. Once I've around it. Okay, Fredbear, was ist die Wahrheit? I will tell you a secret. There are power chips that can only be attained by breaking the game's red chests. Die roten Kisten, die, ah! The object you can press against and will break your collision detection. One is yellow bird. Okay, yellow bird. Gravestone, ja? Yeah? Find the place as gain unfair advantage. That is, if you insist on following this. Leute, der hat uns wahrscheinlich gerade erzählt, wie man das Spiel einfach OP wird. Hier, lass uns MLG werden. Die Wege sollen uns befreit sein. Halt, wegkrabbelt. Keine Zeit. Komm, ich hab dich schneller besiegt, als ich weggerannt bin. Besiege ich denn jetzt trotzdem, einfach nur aus dem Grund, damit ich EP krieg. Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht. Okay, ich sollte das Schilderbein ein bisschen aufleveln. Nice, gut. Okay, jetzt habe ich dieses Ding, was auch immer das sein soll. Okay. Soll ich mir jetzt den Wundfern Vorteil geben? Okay, hier ist so ein gelber Vogel. Der Grabstein ist in irgendeiner Höhe, das weiß ich. Nope, nicht der. Oder vielleicht der hier? Nice. Ich glitsche das Spiel. Ich weiß, dass. The fuck? Nein! He's nuts. Töte es, bevor es Eier legt. Okay. Anscheinend sind die Gegner hier ein bisschen verbuggt. Ich weiß, dass eine rote Kiste hier irgendwo war. Fragt, oh Gott, wo das ist. Ah, der Ort ist auch schön, ich bin gerade eben. Und Sternchen. What the fuck? Nein! Antivir. Der Vira will mich töten.
Holy shit, die Attacke ist stark. Gott sei Dank, Alter. What the fuck? Was ist das für Gegner? Noch die rote Kiste einsammeln, dann weg mit mir. Bloß nicht Alarm ein. Immer armer Song. Okay, schade. Da. Lol. Shield automatically activates. Nice. Alter. Diese Fähigkeiten sind nice. Ich würde eigentlich gerne noch Nightmare, so Nightmare Fredbear oder so haben. Das wäre ganz nice, wenn ich die mal freischalten würde. Deswegen lasse ich mal dieses Charakterding jetzt noch drin. Okay, das andere ist ein Grabstein. Oh fuck, ich komme nicht. Wie komme ich hier wieder raus? Bist du diese Ente zurück? Ach nö. Ich muss aus dem See raus, weil hier sind die Typen nicht so fair. Okay, die sind noch schwach. Shadow Bunny auf. Deswegen wechsle ich immer am Ende des Kampfes zu meinem Team. Kann ich dann ja auch dagegen treten? Nee. Quatsch, Stickles. Ach, schade. Verdammt, du schon wieder. Wir sind ja keine Anti, wieder los. Ich liebe diesen Namen. Unterstrich, Ausrufezeichen, 2222. Kein Alarm für mich, Bitch. Also, das kenne ich noch. Ja, da ist die Ente. Müsste sie unten sein. Komm. Ach, hier. Nice. Jetzt ist die Frage, wo ist dieser Grabstein? Da komme ich rein. Okay, dauert Ewigkeiten. Ist die leichter, sie zu besiegen. Halt, ich bin direkt falsch gelaufen. Kann ich mit den Ohren jetzt vielleicht die Schlösser aufmachen? LOL!
Warte, achso, ich glaube, welches gemeint ist. Ich muss die Knöpfe erstmal drücken und dann da rein. Fuck you. Bates, das hat die gut gemacht. Ich hoffe, der lohnt sich auch. Der Ex-Weeper. Ich bin auch Endo 1. Ich habe sogar die gleichen Augen, wenn man meint, das sind meine Pupillen. Aber der war rassistisch. Ha, diese Batterien können nichts mehr tun. Diese X-Bytes. Ist das gruselig? Ja, ist es. Ich hör auf damit. I'm sorry. Deine Visage kann ich nicht ausstehen. Damit der Schneemann ist geschmolzen. Kann ich irgendwann mal zu den Vollidioten rüber? Vielleicht kann ich mich gleich zu den glitschen oder so. Okay. Ich hab einen Grabstein. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass ich hier falsch bin. Okay, hier ist die rote Box. Gut. Ich bezweifle mal, ich bezweifle irgendwie, dass ich hier sein muss. Ich glaube, das muss ich. Ich glaube, den Grabstein findet man sogar schon. Findet man hier. Der Area. Ich glaube, man muss immer gar nicht mal so hart viel suchen, damit man dieses Ding sieht. Oh, da war gleich noch so ein Schloss. So. Gar nichts. In welcher Hinsicht hat mir das sowas gebracht? Das war sehr schön. Grabstein. Ich weiß es nicht. Gab es einen Grabstein in einem Semin? Ich weiß, das war so eine Engelstatue. Das habe ich jetzt gedacht, vielleicht meine die. Ich kann mich mal erinnern, dass so eine Engelstatue mal ganz allein hier drin war. Aber ne. Ein richtiger Grabstein in der Mine? Ich meine, sowas gibt's.
besiege ich gerne, weil die schön viel Geld machen. Ja gut. Vielleicht in der Friedhofshöhle? Könnte auch sein. Ich probiere es mal mit der Friedhofshöhle. Natürlich auch eine Alternative wäre es, jeden Grabstein abzusuchen. Aber ich bezweifle mal, dass das so sein wird. Auch wenn ich es gerade probiere. Diese Engelstatuen gelten ja nicht auch als Grabstein?